Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal, wie versprochen, über das neue Autoradio. Also nur jetzt ein paar Funktionen. Also die Boxen sind noch nicht eingebaut, die Subwoofer ist noch nicht eingebaut. Jetzt geht es rein erstmal nur ums Autoradio. Dafür schwenken wir gleich mal ruf. Ich mache das Video doppelt, deswegen mache ich hier auch kurz einen Cut. Einmal für YouTube und einmal für Amazon, wo ich mir das Autoradio gekauft habe. Und da schreibe ich nämlich auch eine Bewertung dafür. Weil das Autoradio, ja, werdet ihr gleich im Video sehen, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Und jetzt machen wir erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich am Autoradio. So, und jetzt sind wir auch schon auf dem Autoradio. Ich muss mal hier schnell mal zurückgehen. Also, Home. So. Media Player wurde beendet, okay. Das ganze Radio basiert auf Android. Wir haben jetzt hier unten 4 Buttons, die wir uns selber einteilen können. Hier unten kommen wir dann mit ins Menü, praktisch wo alle Apps drin sind, die schon da waren und die ich installiert habe. So, und dann haben wir hier so eine Windows-Taste. Und da können wir dann drauf drücken. So, mit meinem dicken Knubbelfinger geht das nicht mal gleich. Und dann haben wir praktisch einen anderen Launcher. Der ladet jetzt gerade. Jetzt muss man halt kurz warten. Ich habe das Radio auch eben erst angemacht. Wenn es eine gewisse Zeit läuft, dann geht das alles auch viel flüssiger. Oder habe ich Sachen gelöscht? Ich habe letztens was gelöscht. Kann sein, dass ich den Launcher halbwegs gelöscht habe. Na, wenn wir nachher uns nochmal angucken. Kann nur sein, weil es jetzt nur an ist. Leider, das ist ein Kritikpunkt, den ich habe, dass man das Vordere jetzt nicht großartig verändern kann. Ich kann jetzt nicht hier auf die Uhr drücken und die Uhr irgendwo hinschieben. Das geht nicht. Seht ihr das? Passiert nichts. Auch hier die Radio-App, was sich denn umwandelt zum Media-Player oder ja, je nachdem, was man gerade benutzt, ändert sich hier auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Media-Player gehe, würde jetzt hier nicht das Radio stehen, dann würde da das Bild vom Cover stehen. Leider nur sehr klein und dann hat man hier so ein paar, also Play und Spulen. Anders sieht es dann natürlich aus auf der zweiten Seite. Also wenn man einmal nur so rüberwischt, kann man jetzt hier, habe ich hier schon ein bisschen Widgets hingepackt, kann man die Uhr hin und her schieben. Leider geht sie nicht bis komplett hier an den Rand ran, sondern ich kann euch zeigen, auch wenn ich das jetzt hier kleiner mache, so, das ist, geht nicht. Also es bleibt wirklich da. So, dann haben wir die Uhr, haben wir Haus. Und dann haben wir hier eine App, die kann ich auch mal verschieben. So passiert das dann. Und wir können auch natürlich dann halt noch mehrere Seiten machen, wenn wir hier haben wir hier viele Seiten. So. Jetzt versuchen wir nochmal Windows. Ah, jetzt ist Windows aufgebaut. Jetzt haben wir hier eine andere Oberfläche. Hier haben wir dann Einstellen, Video, DVD, Multiplayer, Media Player, Bluetooth, Radio und dann natürlich auch noch andere Einstellungsmöglichkeiten. Hier ist der App-Installer, den kommen wir dann nachher noch dazu. Ich finde das aber eigentlich so vom Optischen ganz schön. Ich habe mir auch andere Launcher installiert. Leider hat er bis jetzt immer, wenn ich jetzt einen Launcher installiert habe, diesen Launcher gelassen. Und dann musste ich erst in Einstellungen gehen und hier mir den, war dann hier so ein App-Symbol für den Launcher und musste mir den Launcher aktivieren. So, dann kommen wir mal zu den unteren Apps. Wie gesagt, wir haben hier DVD, damit starten wir gleich DVD. Wenn das Radio immer läuft, dann geht das auch recht zügig. Ich habe das Auto eben erst angemacht und der ladet auch gerade was im Hintergrund runter. Maps, ja, also die Maps werden aktualisiert so. Und schon sind wir da. Der Media Player von DVD und USB und CD unterscheidet sich jetzt nicht groß. Wir haben jetzt nur hier ein DVD bzw. CD-Icon, also sieht aus wie so eine umgedrehte CD und wendet jetzt hier, seht ihr jetzt ganz schlecht, hier unten haben wir dann so einen roten Balken. Entschuldigung, ich mache mal mein Lied weiter. Und das geht auch alles recht zügig. Was mir jetzt hier gefällt, im Gegensatz zu meinem anderen Radio ist, da kommen wir dann halt nochmal zurück. Also, dass ihr das sehen könnt, hier unten ist so ein Ordner-Symbol. Wir haben hier halt nur wirklich sehr kompakt aufgebaut. Wir haben Vor und Zurück, wir haben Pause und wir haben Stopp. Und wir haben hier Rock, da können wir dann auswählen zwischen verschiedenen Jazz, Klassik und hast nicht gesehen, Wohnung. Das ist jetzt hier, finde ich, sehr gut, dass es jetzt hier unten ist.
dann hat man das natürlich sehr schnell griffbereit und muss nicht extra in den Einstellungen irgendwo hin. Wenn man jetzt zum Beispiel die Musik öfters wechselt, zum Beispiel mal rockig, mal Hip-Hop oder auch Jazz oder was weiß ich, kann man dann halt sehr schnell hier ändern und braucht nicht da quer durchs Menü gehen. Dann haben wir hier oben dann noch die Einstellungsmöglichkeiten zum Schleife, also dass es dann in Schleife läuft. Dann haben wir hier oben nochmal ein Symbol für CD. Hier oben steht DVD gerade, oben in der oberen Leiste. So, da seht ihr auch, dass gerade Input ist. Und wenn wir dann hier unten auf diesen Ordner drücken, dann kommen wir halt hier hin. Hier können wir aussuchen, ob Musik, Bilder oder Videos. Dann können wir uns hier die Musik auswählen. CD und so ist okay. Bei SD-Karte komm ich gleich noch dazu. Das ist, naja, also da bin ich noch am Suchen, ob es da was Besseres gibt. So. Und wie ihr seht, CD bzw. DVD, wenn man zurückgeht oder Home, geht es sofort wieder raus. Also wenn man zurückdrückt. Wenn ich Home-Button drücke, dann natürlich nicht. Lass das jetzt nochmal kurz aufbauen. Die MP3 dauert hier ein bisschen was länger zum Laden. So. Und wenn ich jetzt den Home-Knopf drücke, bin ich wieder im Home-Menü. Normalerweise ist dann aber hier eigentlich dann... So, das ist jetzt Radio. Hört er ja. Ich habe extra lautlos, dass es hier kein Content-ID gibt. Und ihr hört, Radio, es läuft immer noch. Sobald ich DVD drücke, geht das Radio sofort aus. Man hat halt, auch wenn man das jetzt startet, hat man immer diesen Android-Bildschirm. Da steht dann Lollipop oder so. Also jetzt ist noch Lollipop drauf. Ich mache jetzt heute oder morgen wahrscheinlich dann Marshmallow rauf. So, das ist deutsche Front. So, und wenn ich jetzt... So, ihr seht, das bleibt trotzdem, obwohl das hier nicht ändert. Das ändert sich nur... So, zack. Und dann könnte man dann jetzt zusätzlich noch Navi anmachen. Aber wenn ich jetzt... ein paar Mal zurückdrücke, komme ich normal ins Menü wieder zurück und der DVD-Player bzw. CD-DVD-Funktion ist aus. Wir haben dann noch hier den Media-Player. Wenn wir den jetzt drücken, so, startet da gleich was. Und dann haben wir hier unten, normal, dass ihr das sehen könnt, hier unten auch wieder den Ordner. Ist alles aufgebaut wie bei CD-DVD. Bloß, dass es jetzt hier so schallplattenmäßig aussieht. Ihr hört, es läuft auch noch. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, beziehungsweise hier haben wir noch eine Sonderfunktion, den Pfeil drücken, so, dann kann ich die CD, die ich gerade aktiviert habe, alle Lieder hier schön untereinander. Also praktisch von der ganzen CD kann ich mir hier einzeln die Lieder auswählen. So, zurück, Ordner. Und wenn ich jetzt hier... haben wir den USB 2, da habe ich auch was angeschlossen, wenn ich darauf greife. Es dauert kurzzeitig. Ich habe beide USB, habe ich hier im Handschuhfach verstaut. Wenn ich jetzt auf USB 1 zum Beispiel was hätte. Achso. Also ist ja kein Song drin, deswegen. So, zurück. Ordner. So, GPS-Karte, dann greift er auf die GPS-Karte zu, die ist hier unten drin. Und Blitz ist der interne Speicher, also vom Radio selbst. So. Wie war denn das jetzt dann nochmal? Nehmen wir mal was. Ja, und das ist halt das, was mich stört. Wenn ich jetzt unten auf den Ordner drücke, ich habe hier wirklich alle CDs, die ich auf diesem MP3-Stick bzw. SD-Karte habe, alle sind sie hier drauf, aber nicht gerade geordnet. Ich hatte einen Unterordner für Unantastbar. Da waren alle Alben von Unantastbar drin. Ihr seht, das ist hier alles querbeet. Und da sucht man sich, und das ist jetzt nur eine 8 GB Karte, da sucht man sich natürlich einen Wolf. 32 GB verkraftet das Radio, egal ob USB oder Navi,
also Navi-SD oder normale SD-Karte. Aber das ist einfach doof gemacht mit dem normalen Player. Man kann halt alle zwar alle durchforsten, aber es dauert. Besser ist es, hier seht ihr das jetzt zum Beispiel, ist ein CD-Symbol mit einer Note, weil da habe ich findet da wohl kein Cover. Und dann kann ich dann hier, wenn ich dann hier wieder so rausgehe, zack, ist es aus. Besser ist es gelöst bei der App Kodi, die kennt ihr ja schon von einigen Videos von mir, mal als Vergleich, weil ich suche noch, wenn ihr natürlich wisst, einen guten Media Player, dann sagt mir da mal Bescheid. Der Nachteil jetzt von Kodi ist, ihr seht, es ist alles sehr, sehr klein geschrieben. So, und wenn ich jetzt, oh, jetzt mal gucken, externe SD, so. Nee, das sind falsche. Externe SD2. So, ihr seht, das ist jetzt sehr, sehr klein. Wirklich klein. Aber ich habe hier meinen Ordner 9mm. Ich habe meinen Ordner Broilers. Ich habe meinen Ordner Rabenschrei. Ich habe meinen Ordner Störtepriester. Und wenn ich auf Störtepriester klicke, habe ich alle Ordner, die ich da drin habe. Beziehungsweise Alben. Jetzt nehmen wir mal das neueste Album von 2015. Und da sind dann alle CDs. Man kann auch ein Lied anmachen. Dann habe ich hier unten meinen kleinen Playfile. Müsst ihr kurz warten. Der geht gleich in... Oder können wir auch so machen. So. Und dann hat man dann hier so eine Grafik oder so. Aber hier wiederum ganz, ganz klein Play, Pause, Stopp. Das ist jetzt wirklich so vom Nachteil. Beim Radio ist auch eine Fernbedienung mit bei. Da bin ich jetzt gerade noch am Testen. Die habe ich noch nicht wirklich durchprobiert, weil ich mit dem Radio mich erstmal zurechtfuchsen wollte. Aber damit könnte man dann praktisch sich in Kodi bewegen. Also Kodi ist schon echt so für Musik oder Wiedergabe an sich ist das so schön aufgebaut. Und so einen Player suche ich noch, habe aber noch keinen gefunden. Navis habe ich einmal Google Maps, wie ihr seht, hat er gerade aktualisiert. Ich habe iGo, da werde ich wahrscheinlich auch einen Link ins Video packen. Und ich habe Navigon. Navigon habe ich gekriegt dadurch, dass ich, so, wo haben wir es? Amazon habe. Wenn ihr Amazon... Macht nicht den Fehler wie ich. Wenn ihr Amazon als App installiert, könnt ihr über die normale Amazon App, die ihr hier im, wo ist er? Da oben im Play Store bekommt, das ist die ganz normale Amazon App hier, könnt ihr keine Apps runterladen auf dieses Radio oder auf irgendwelche Handys oder Tablets. Dafür geht ihr auf, oh scheiße, was war das, amazon.de/underground oder so. Ich werde den Link mal unten drunter klatschen. Und da müsst ihr euch diese App hier runterladen. Hier, die geht natürlich bis am Rand. Und das ist an Amazon Underground. Wenn ihr das dann öffnet. Ich habe jetzt hier auch gerade WLAN. Ich könnte auch WLAN übers Handy machen. Deshalb zeige ich euch gleich. Muss ich mal mein Handy auch noch aus der Tasche kramen. Wo habe ich es? Ja, hier. So, da seht ihr das. Underground. Das ist Amazon Underground. Hier ist das Underground Logo und da ist, steht auch Prime, weil ich Prime Mitglied bin. Dann kann man hier Navigon suchen, steht schon da. Weil ich habe Navigon jetzt schon drauf. Navigon ist für mich als Prime Mitglied gratis. Ich weiß jetzt nicht, ob es für jeden Amazon Kunden gratis ist, aber für mich als Prime Mitglied ist es gratis. Hier steht auch da Free. Und das kann man dann einfach draufklicken. So, und dann hat man ein paar Bilder. Und dann kann man hier oben auf Öffnen bzw. installieren, steht dann bei euch da. Und dann könnt ihr euch Navigon installieren. Ich habe auch, das ist mein Navi, wenn ich alleine unterwegs bin. So, und dann habe ich auch noch für meine Frau ganz normal. So, wo haben wir das jetzt wieder? iGo? Wo war iGo hin? Da oben iGo. Weil bei Navigon habe ich den Sachsen-Dialekt, den findet meine Frau nicht toll. Und das nehme ich dann nur, wenn ich alleine bin. Und iGo ist auch für dieses Radio, ich habe jetzt nur diese beiden durchgetestet. Ich habe Google Maps habe ich noch nicht getestet. Ich habe jetzt nur diese beiden getestet. Ist iGo am besten geeignet von der Sprachqualität her. Also von dem Sound her. Wir können nämlich hier auf Einstellung gehen.
Und dann haben wir hier GPS, da können wir draufklicken. Und hier können wir uns einstellen, wie laut das Mischverhältnis sein soll der Stimme. Und da Tonmodus, da habe ich natürlich Mischen. Ihr könnt auch natürlich einstellen, dass der Ton ausgeht vom Radio, also beziehungsweise wenn ihr gerade Musik hört und dann nur das Navi und dann geht das danach wieder Radio weiter. Ich habe es so, dass das Radio normal weiterläuft und das Navi nur dazu geschalten wird. Deswegen Mischen. Bei Aygo auf Stufe 2 ist es gut. Man hört es sehr gut beim Autofahren. Man hört Musik weiterhin. Man wird nicht zu sehr belästigt von der Stimme oder die Stimme ist zu leise oder irgendwas dergleichen. Ist wirklich ideal. Bei Navigon auf Stufe 10 ist Navigon immer noch zu leise. Das ist wirklich vom Nachteil. Dann haben wir hier noch den GPS-Modus und Anwendungen. Hier können wir dann natürlich auswählen, welche GPS, also welche Navi wir haben wollen. Und bei mir ist hier bei Aygo ein grüner Punkt. Und das hat den Grund für diese Navi-App, die jetzt hier vorne fest drauf ist. Da drücken wir einfach drauf. Und dann startet die App, die wir unter GPS einstellen. Hier zum Beispiel jetzt Aygo. So, machen wir mal hier auf Stufe 9, so wie ich im Autoradio habe. Und jetzt machen wir einfach mal eine Route. Wir planen mal eine Zielroute. Wir suchen jetzt einfach mal nach Luckenwalde Nutefließ. Go. Go. Ich habe es auch im Aygo so eingestellt, dass der keine Datenverbindung haben will. Normalerweise will er eine Datenverbindung haben, kann man aber abschalten, dass er dann kein Internet haben will. Und wie ihr seht, man kann alles sehr schön sehen. Es wird Kilometer angezeigt, wird die Straße angezeigt, Distanz wird angezeigt und dann, wo wir hin sollen. Hier zum Beispiel, das ist ein Blitzer-Symbol, kann man auch anschalten. Zack. So, man kann das auch wegmachen und dann hat man dann rein nur die Pfeile. Jetzt wird es hell gerade, weil jetzt merkt der Navi langsam, dass es tagsüber ist. Was leider nicht funktioniert, ist, dass ich das Navi jetzt hier im Auto MFA, also im MFA-Display hier oben drin habe. Das geht leider nicht, weil Android mit normalen Bordcomputern noch nicht so zusammenarbeitet. Das hoffe ich, dass es irgendwann später mal gefixt wird, dass es da ein Update gibt, dass es dann auch irgendwann mal funktioniert. Bis jetzt noch nicht. Ich habe auch hier schon einen weißen Jetta drin für mein Auto. So, jetzt können wir hier beenden. Beenden. Auch das funktioniert sehr flüssig und als Vergleich mache ich euch mal Navigon noch an. Jetzt startet Navigon. Das dauert bei Navigon etwas länger. So, und das Navigon, und jetzt suchen wir da auch mal. Fertig. So, hat er jetzt nicht gemacht. Haus. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Im Navigon habe ich auch gesagt, also der hat noch, da jetzt hat er. Im Navigon habe ich auch gesagt, dass er keine konstante Datenverbindung braucht. Weil bei meinen Eltern, wo ich jetzt gerade bin, da kann ich dann mit dem Auto hinfahren und mit WLAN oder mit dem Handy. Zeige ich euch auch gleich noch. Und dann können wir jetzt hier die Route starten. Bitte in 120 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen auf die B102. Und so mag ich das. Ich finde das gut. Meine Frau mag es nicht, ich finde es gut. So, jetzt machen wir das mal alles beenden. So, hier oben haben wir jetzt, sehen wir jetzt zwei Apps aktualisiert, können wir wegwischen. So, und wenn wir dann, hier haben wir auch noch Sprache. Radio, kennt ihr die Radio-App natürlich, dann kommt man automatisch zum Radio. So. Installiert nicht zu viele Apps, sonst wird das Radio richtig lahmarschig, das sage ich euch gleich. Ich habe viel auf die SD-Karte ausgelegt, verlagert, dann wird das auf die normale SD mit drauf geschoben. Oder nee, auf die Navi-SD wird das mit drauf geschoben, glaube ich. So, dann Einstellungen. Achso, wir haben hier OMO noch.
so ein Autosymbol. Dann kann, wird da, greift da vom Bordcomputer alles ab. Wir sind nicht angeschnallt. Jetzt kann ich euch das mal zeigen, was passiert, wenn ich anschnalle. So, und da haben wir grün. Und da kann man dann so ein paar Daten ablesen. Auch wenn ich jetzt die Tür öffne, wird es mir angezeigt und Tür wieder zu. Dann habe ich noch die Blitzer-App drauf, aber hier haben wir dann nochmal Balance. Das kennt ihr. Das kann man dann auch noch ein bisschen genauer einstellen und die Boxen und so. Aber da ich jetzt nur vorne Boxen habe, habe ich mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Jetzt machen wir noch schnell mal Einstellungen noch durchforsten und dann sind wir auch schon fertig. So, wir haben jetzt hier oben WLAN. So, da bin ich jetzt mit der Fritzbox verbunden. Ich kann mich aber auch mit meinem Handy verbinden. Da müsst ihr im Handy Einstellungen. So, da müsst ihr auf mobilen Hotspot hier oben rauf gehen. Das ist jetzt bei mir aus. Das könnte ich anschalten und dann könnt ihr euch mit dem Autoradio bzw. Autoradio mit dem Handy verbinden. Dann nutzt ihr praktisch die WLAN-Verbindung, die ihr gerade auf dem Handy habt, oder die LTE-Verbindung oder sonst was dergleichen, die ihr auf dem Handy gerade zur Verfügung habt, und teilt die mit dem Radio. Ich habe jetzt natürlich nochmal WLAN, da ich bei meinen Eltern bin. Da haben wir noch Bluetooth und dann mehr. Da haben wir dann noch, hier haben wir auch nochmal Hotspot und so. Dann können wir hier auch nochmal einen Hotspot teilen. Wenn wir hier zum Beispiel eine einen 3GP-Stick haben und unser Datenvolumen hier aber jetzt leer ist, könnten wir praktisch hier das so machen und das Handy damit verbinden und die Datennutzung vom Radio mit dem Handy teilen. So, dann haben wir hier noch Startbildschirm. Hier seht ihr praktisch die verschiedenen Launcher. Die zwei sind vorinstalliert und wenn wir jetzt den starten und dann auf Haus gehen. So, da, ach, jetzt funktioniert es nach dem Neustart. Gut, habe ich mir schon ein bisschen eingerichtet. Wie ihr seht, da hat man dann hier, sieht man die Kilometerzahl. Der Launcher sieht ganz gut aus. Hier oben haben wir auch gleich die Suchfunktion. Noch konnte ich mich mit dem nicht so richtig anfreunden. Aber ich denke mal, das kommt später noch. So, und dann kommt man auch wieder mit Schnelldrücken wieder zurück in den anderen Launcher. Dann können wir jetzt hier wieder Start, den normalen Launcher, zurück. Töne. Bei Töne haben wir jetzt nur Tastentöne und Lautsprecher. Da kann man dann halt nur die Lautstärke. Das ist auch ein Nachteil, dass man halt nicht wie im normalen Handy die einzelnen Apps oder Anwendungen vom Ton angleichen kann. Zum Beispiel Navi, dass man da einen Balken hat für Navi oder so. Das ist nicht, wir haben hier nur einen Tonbalken und das war's. Und Tastentöne. Dann haben wir noch hier die Apps, da können wir die Apps verwalten. Da könnt ihr dann auch Apps auf SD-Karte verschieben. Hier sind praktisch die ganzen Apps. Und hier ist auf SD. Hier sind die ganzen Apps, die ich auf SD-Karte verschoben habe. Die sind so ja da, kurioserweise. Obwohl ich die SD-Karte getauscht hatte. So, dann haben wir noch Display. Da könnt ihr die Helligkeit einstellen. Ich habe es jetzt so auf ca. 10-11. Dann können wir noch den Hintergrund machen. Dann können wir aus Galerie können wir dann praktisch ein Bild rausnehmen. Können jetzt zum Beispiel da Totenkorb und haben dann Totenkorb drauf und sagen, okay, wollen wir verwenden. Oder dann haben wir auch noch Live-Hintergründe. Das sind diese animierten, die ihr vom Handy ja auch kennt. Dann sind die da animiert. Aber animierte, wenn es hier so flackert, muss ich nicht haben. Und dann haben wir noch die Tasten. Die sind jetzt blau. Wir können die jetzt auch noch in jeder anderen Farbe machen oder wechselnd. Und dann können wir sie mit dem Balken auch von der Helligkeit machen. Weil die beiden vom CD-Fach finde ich sehr hell. Die muss ich, da bin ich noch am gucken, dass ich die ein bisschen runterregel. Aber letztens ging es noch. Da bin ich jetzt noch nicht ganz schlüssig. Ich habe es blau gelassen, dass das blau ist, weil das andere alles rot ist. Um da ein bisschen, ja, Abwechslung hinzukriegen. Und wie ihr seht, so sieht das dann praktisch aus. Sieht doch ja nicht mal so schlecht aus, finde ich. Jo. Und dann haben wir oben auch den Home-Knopf und dann kommen wir dann natürlich immer wieder zu diesem Home-Bildschirm zurück. So, das soll es jetzt auch fürs Radio erstmal gewesen sein. Ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr da noch Fragen habt zu diesem Radio, dann fragt mich einfach. Ich bin da noch fleißig am raustüfteln. Ach, ich habe auch ein Mikrofon. Ich vergesse, hier zeige ich euch mal noch die Kabel. Die kommen bei mir im Handschuhfach raus.
So, hier haben wir dann noch ein Mikrofon. Wir haben zwar hier oben ein eingebautes Mikrofon, aber wir haben auch noch ein externes Mikrofon. Das können wir dann hier oben reinmachen, um nochmal die Qualität zu steigern. Hier seht ihr, dass ich einen USB-Stick dran habe. Hier steht 3GP-USB. An dem anderen steht auch 3GP-USB. Also könnt ihr euch aussuchen, wo ihr euren 3GP-Stick dran machen wollt. Oder ihr nehmt beide als normale USB-Sticks und macht da Musik drauf und könnt das dann dementsprechend im Radio austesten. Mit zwei habe ich es aber noch nicht versucht, weil ich meine USB-Sticks nicht wiedergefunden hatte. So, und das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.